Party Break mit Fun for Young, Partyferien in Jore de Mar und Rimini mit Marty Reise. Und Sam's Pizza Land, Best Pizza in Town. Für alle Partygänger am Alperock-Dietike. Samspizza.ch. Hallo zur 7. Staffel Party Break. Er gehört ganz klar in unsere Familie und hat letztes Wochenende sein 20-jähriges Street Parade Jubiläum gefeiert. Der Mr. Danos. Passend zum diesjährigen offiziellen Street Parade Song Unique begleitet Pat Schreiber den Schweizer Star-DJ einen ganzen Tag und Abend lang. Ob das gut kommt? Und damit starten wir ins 7. Jahr von Party Break. Love, Peace und Mr. Danos. Ja, Damen und Herren, und natürlich, dass Street Parade den ganzen Tag natürlich voller Emotionen kann sein, braucht natürlich auch einen guten Start. Und den Start vom Herrn Danos machen wir direkt bei ihm zuhause und in seinem Büro. Er weiss, dass wir heute kommen, aber da wird schon gearbeitet. Ist nicht einfach chillen am Morgen und irgendwann geht man dann auf Zürich. Nein, da wird wirklich gearbeitet und eingestimmt. Wir gehen einfach hier. Ich kann nicht so anständig tun, Herr Danos, hallo. Ole, ole. Du bist schon in Action, hä? Ja klar, also schönes Warm-up da zuhause. Und freue mich natürlich auf den heutigen Tag, riesig, wie ein kleines Kind. Riesig, wie ein kleines Kind. Und wie tust du dich jetzt auf den grossen Tag vorbereiten? Ja, zweierlei natürlich. Einmal emotional, psychologisch. Der Tag der Tage für mich, wie Geburtstag und 1. August von der Schweiz zusammen natürlich. Und das Zweite wäre natürlich, ja, also mein Hauptpart, Musik natürlich. 1 Million Leute unterhalten, ist nicht gerade nichts. Und du hast ja auch den Track zu diesem Jahr geliefert, wo man auch per Zufall, die vielen Zufall, die es gibt im Leben, jetzt gerade gehört, oder? So, die aktuelle Street Parade Compilation zusammen mit dem offiziellen Song Unique von mir und vom AK. Und ja, das ist recht gut angelaufen. Ist aber nicht der erste Song, den du für Street Parade gemacht hast? Nein, vor 5 Jahren bin ich schon Hymnengeber gewesen. 2011 war das für 20 Jahre Jubiläum von der Street Parade. Das Jahr haben wir 25 Jubiläum. Und das war natürlich wieder eine riesen Ehre für mich, vom Unique, einzigartig. Kommt natürlich auch meine Musik daher, da alle jetzt hier. Und wer natürlich heute nicht kommt, oder nicht heute gekommen ist, hat etwas verpasst. Genau, und der kann es nur so in dieser Form noch einziehen an dieser Stelle. Aber, ich mixe wirklich immer live. Und das sieht man auch, ich habe immer die ganzen Vinyls. Ja, Moden drin. Und ab und zu hört man auch Fehler von mir. Das soll aber auch so sein. Nicht, dass meine Absicht ist, sondern weil ich in Stress komme und irgendwelche Sachen versuche zu machen, die ich sonst gar nicht mache mit dem CD-Player. Und, aber das soll auch so sein. Man soll das live erleben und man soll jedes Set anders hören als sonst, wenn man mich sieht. Wunderbar. Und genau das erleben wir heute natürlich zum einen auf dem Love Mobile. Aber bevor es natürlich zum Love Mobile geht, gibt es noch einen kleinen Zwischenstopp, oder? Jetzt siehst du, gehen wir natürlich auf das sogenannte Zürich, oder? Genau, jetzt gehen wir auf Zürich. Let's go, Baby! Street Parade natürlich immer rechter Stau, aber das sind wir uns ja gewöhnt. Und wir sind aber noch on time. Also das heisst, wir sind etwa so in 20 Minuten dort. Das Love Mobile fährt ungefähr in 45 Minuten ab. Also es wird ein bisschen knapp, das Ganze, aber wir schaffen das. Ich bin zuversichtlich. Kommst du da schon ein bisschen langsam in die Stimmung hier? Kommst du da schon ein bisschen in die Stimmung hier? Ja, meine Haare stehen schon auf. Seht ihr das? Meine Haare stehen auf. Ich habe schon vorher gedacht, es sei etwas anderes gewesen, aber es sind doch die Haare, Damen und Herren, es sind doch die Haare. Mehr friedlicher geht es eigentlich fast nicht, oder? Ja, es ist ja ausgelassene Stimmung, so wie es eigentlich sollte sein. Und so geht es, ich schätze mal so um die 3, 4, 5, fängt das Ganze da an hypen. Jetzt haben wir noch ein paar Löcher hier in der Straße, das wird noch ein richtiger Rammelvoll sein. Und wir werden auch dieses Jahr wieder 1 Million Marken knacken, was mich natürlich
riesig freuen. Ich meine, bis jetzt war es ja wirklich jedes Jahr immer mehr Leute gewesen. Es ist wirklich unglaublich, was das anzieht, oder? Und auch viele Deutsche, die natürlich in die Schweiz kommen für die Street Parade. Warum spricht sich das so rum in Deutschland? Was denkst du da? Weil es in Deutschland das ja nicht mehr gibt, ne? Die laufen. Der Love Parade, ja? Und ich glaube einfach, dass einfach die Schweiz auch noch ein bisschen besser wissen zu feiern, ein bisschen mehr Style. Ach schon? Glaube ich schon. Das ist mein ehemaliger Trends-Schatz. Er hat auch mal Trends angefangen, er hat DJ Nostrum geheißen. Ja, aber nur im Radio. Nur im Radio. Street Parade 2016. Bevor wir aber aufs Laufenweil gehen, an dieser Stelle gehen wir jetzt zuerst noch an die legendäre VIP-Party von Music Station im Hotel Steigenberger. Und holt noch ein paar Drinks, oder? Ein paar Drinks vor dem Love Mobile. Auf jeden Fall. Muffin in my veins. Even though it's Russian, I don't feel nothing. I know it sounds insane. But I took too much. I'm addicted to your touch. 1:1, oder? Direkt an Parade runter. Sehen wir die ganzen Love Mobiles, haben die beste Stimmung. Wirklich. Besser geht's einfach nicht. Direkt vom Steigenberg würde ich sagen, dein Love Mobile ist ready. Es ist du jetzt gerade. Jawohl, Rock'n'Roll und auf das Jahr, auf so etwas haben wir natürlich das ganze Jahr wieder gewartet. Ein Jahr später und man sieht, wie es abgeht. Wir sehen, wie lang das ist. Wir sind so. So eine geile Stimmung auf dem Lauf. Wir sind so ziemlich das längste Laufmobile dieses Jahr. Wir sehen das Never Ending, es hört nicht auf. Und das haben wir natürlich wollen machen. Und ich glaube, wir haben da die meisten Leute drauf. Wir sehen da die ausgelassene Stimmung, ist natürlich sensationell. Schaut mal an. Das Motto des Laufmobile ist ja weiß-grün. Und wie ihr wisst, bin ich auch sehr emotional immer, besonders was den Kleiderstil anbelangt. Das tut es auch, oder? Das ist grün, oder? Und One Nation Love mal 2016! Stimmig, Hammer-Team, es ist einfach nur genial, super, Hammer, geil. Und man sieht, wir haben sehr viel Platz, also, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Weil es ist bretschenvoll, total ausverkauft. Dank dem so einem geilen Bauteam, der das macht und realisiert, nur dank dem ist es möglich. Also ein super Team haben wir und ich habe auch Fotos gesehen, können wir ganz schnell reinschauen. Ihr habt ja tagelang krampfen dafür, ist ja unglaublich. Aber du hast gesehen, noch gerade Geld von mir am Boden, nein. Nein. Dann geht es nicht lang, bis es weg ist. Tagelang ist übertrieben. Wir haben 2 Tage Vollgas gebaut, einen Tag vorbereitet. Jetzt gelingt ein Tag Abbau vor uns und einen Tag retablieren. Aber die Arbeit vorher haben wir etwa 2 Monate Arbeitszeit reingesteckt. Ja, da geht es ab, da sieht man, oder? Da läuft es.
wo wir uns jetzt gerade befinden in Zürich. Wie ist es gewesen, emotional? Du bist richtig aus dir rausgekommen wieder. Wie jedes Mal, aber ist halt doch Street Parade One Nation. Ja, also unbeschreiblich ist mein Wort dafür. Wenn der Tag ist, hat wieder etwas verpasst, also einmal ist. Ich hoffe, jetzt kann es sein, wie ich vorher schon erwähnt habe, mein Geburtstag, 1. August, viel Fest noch Pfingst und weiß ich was alles. So eine einmalige Stimmung, eine geile Atmosphäre. Das in einer Stadt mit 1 Million Leuten, was wird spürst du jetzt irgendwie? Ich meine, ihr seid Bretschen voll. Ich glaube, das haben sogar noch mehr Leute auf dem Wagen. Spürst du das selber auch während dem Set? Oder kommt man das gar nicht mit über? Nein, also da hinter der Stage kriege ich das nicht so mit. Aber was ich natürlich mitkriege, ist, wenn der ganze Wagen anfängt zu wackeln. Wenn alle mitgehen, zum Flug natürlich, ist einmalig. Einmalig. Und jetzt hast du noch Kraft? Nein. Okay, aber jetzt gehen wir ein bisschen chillen nachher. Würde ich sagen, ist es höchste Zeit, wir verlängern das One Nation Love Mobile und begeben uns an die nächste Destination. Oder? Jawohl, let's go! Das war was gewesen, hä? Ja, mega, mega, mega. Also, hallo! Hallo! Und wir sehen uns natürlich nächstes Jahr wieder. Und alle, die nicht da sind, haben etwas verpasst. Nachher rocken wir Stage. Und also, das ist jetzt eigentlich aber erst. Das ist noch nicht der Schluss, oder? Muss man an dieser Stelle sagen. Das war jetzt Love Mobile gewesen, das war eigentlich der Mittag gewesen, aber der Herr Danos hat noch nicht Feierabend, oder? Es geht noch weiter. So ist es. Also, nachher gehen wir noch auf eine coole Stage. Und dort wird das Closing spielen. Und das wird natürlich recht cool, vor allem wenn es der Schluss ist. Und das wird nachher gerade da hinten sein, wo die Love Mobile durchfahren. Und da freue ich mich riesig drauf. Jetzt können wir schon chillen, ein bisschen entspannen, etwas essen. Zürich! Und genau. So ist es, Zürich. We love it, baby. Now I'm over here, trying to lead hearts to a safe for sure. Und wie ist es? Weltklasse. So richtig chilling-mäßig, oder? Und genau da sind wir jetzt sozusagen direkt vom Love Mobile in Zürich, in die Chilling Lounge nach Dietikon, Zürich, wo man eigentlich jetzt noch ein bisschen erholen kann, bis es dann weitergeht, oder? Genau, genau. Also wir chillen hier noch in der Chilling Lounge, sind wir schon ein paar Mal gewesen, da, mit meinen Bros. Und ja, easy. Alles schön entspannt und so, wie es muss sein, bevor wir wieder in das Getümmel reingehen. Also noch ein bisschen Distanz heben, noch ein bisschen Abstand und ein bisschen erholen, bevor wir nachher die Stage rocken. Willst du ein bisschen einchillen? Was will ich? Willst du ein bisschen einchillen? Einchillen? Mache ich schon die ganze Zeit. Es passt ja auch zu der Street Parade, oder? Ich meine, jetzt so ein bisschen Shisha ist schon ziemlich entspannend, oder? Und nachher, ich meine, es hat extrem Energie gebraucht vorher. Jetzt haben wir doch ein bisschen Relax-Time und nachher, das ist eigentlich so ein bisschen, oder? Der letzte Auftritt ist immer der, wo du noch die letzte Energie musst irgendwie aktivieren, oder? Das ist so. Also die letzte Energiereserve werde ich nachher verbrennen oder verbrauchen. Aber wie man es sieht, also alles schön entspannt, wie es muss sein. Und dann rocken wir noch mal richtig eineinhalb Stunden. Stört es dich, wenn ich dir ins Gesicht blase? Solange es das ist. Letzter Teil nach dem schönen Chill. Ja, nach dem schönen Chillen geht es jetzt eigentlich zum letzten Auftritt vom heutigen Street Parade Tag, oder? So ist es, so sieht es aus. Ich bin eigentlich. Ja, so gut wie möglich. Ich bin jetzt schon tot und recht müde. Man sieht es fast nicht. Und eine stressige Woche. Und, aber jetzt wollen wir es natürlich noch mal wissen. Jetzt geben wir noch mal richtig Vollgas für 25 Jahre Street Parade, Baby. Und jetzt rocken wir noch mal richtig die Hurenbühne.
Ohne. Danke. So. ja, hey, nochmal, wir sind am Schluss. Der letzte Auftritt, wie ist es? Ich meine, es ist noch recht speziell da direkt. Auch wieder draußen, auf, auch wieder nach dem Wagen, oder? Also, aber es hat recht gerockt. Ja, ich frage mich gerade, was das war. Ja, nein, sensationell. Also, eigentlich, vor in der Lounge bin ich ja eigentlich fast eingeschlafen und ich habe mich eigentlich schon ja, so unbewusst aufs Bett vorbereitet. Aber was war das jetzt gerade, Mann? Das war ja richtig geil, Gottverdammt. Ich meine, ihr habt gefeiert, oder? Ich meine, ihr habt eigentlich jetzt das noch richtig auseinandergenommen, die letzte Stunde da, oder? Und ich meine, deren ist auch schon halb durch, oder? Ich glaube, aber jetzt, ich meine, nach so einem langen Tag, oder? Jetzt ist genug, oder? Jetzt geht es ab ins Nest. Ja, ja, jetzt gehen wir heim. Irgendwann ist fertig für Abend und jetzt ist genug Tricks und Gags. Tschüss zusammen! Was ist das Fazit so vom Street Parade 2016, wenn du so ein bisschen schaust, oder? Zu deinem kann man sagen, Jubiläum, oder? Und zu 25 Jahren Street Parade? Ja, ganz einfach. Ein Wort. Unique. Nein, es war wirklich einzigartig heute. Auch jetzt hier am Schluss nochmal. Also hat mir richtig nochmal den Kick gegeben und das wieder in den Ring gehalten. Man sieht, er ist durch. Ja, oder? Jetzt brauchst du wieder heim. Gehen wir nicht penetrieren. Ich gebe dir noch schnell etwas auf den Weg mit. Kannst du ein bisschen trinken zu Hause? Ich verlose es. Oder gibst du es dem Papa? Ja, der ist noch Kaviar. Wir sind noch Kaviar. Bis bald im Party Break und bis bald in irgendeiner speziellen Form. Und, Next year, same place, same city, same party. Und dann haben wir ja 10 Jahre Love Mobile. One Nation nächstes Jahr. Also unbedingt schon mal sagen. Ja, und das nimmst du nicht mit. Oh, das muss man selber machen. Bis nächstes Jahr im Party Break auf Start, wenn im Netz. Tschüss. Party Break mit Fun for Young, Partyferien in Jore de Mar und Rimini mit Marti Reise und Sam's Pizza Land, best pizza in town. Für alle Partygänger auch im Alperuk-Dietike. samspizza.ch